Servus liebe Skyrim-Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Quest-Video. Ja, heute Teil 2 von der Quest Der Anlass in der Anniversary Edition und wir waren gerade dabei, die mythische Morgenröte aufzusuchen und wir müssen die Robe der mythischen Morgenröte tragen, um das Ganze ein kleines bisschen einfacher zu machen, damit wir das Tor ins Reich des Vergessenen finden. So, ich guck mal gerade, ist es jetzt schon sinnvoll? Moment, wo geht's hier hin? Kommen wir da schon rein? Hallo? Hohenwald? Okay, da sind wir falsch. Hallo? Ich würde sagen, wir ziehen uns schon die Robe an, oder? Wurde ja auch empfohlen. Warte mal, ich guck mal kurz, wo der Fetzen ist. Bekleidung. Morgenröte. Wo ist der Schrott? Das ist das Ding. Robe. Aha. Das reicht schon, oder? Nordring. Hatten wir da nicht noch irgendwas von den Idioten? Okay, das ist scheinbar schon alles gewesen. Also die Robe reicht scheinbar. Ja gut, dann die scheiß Latschen brauchen wir nicht anziehen. Oder? Handschuhe der mythischen Morgenröte. Ja, warte mal. Ja, das reicht. Und man erkennt uns doch nicht. Super. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Höhle rein. Und gucken mal, ob wir die Leute finden. Ist die Frage, ob die uns jetzt auch angreifen. Weil eigentlich sind wir auch ein Bro. Da ist einer. Hey, Bruder! Hey! Hallo? Ihr braucht etwas. Ja, ich guck nicht so, ich gehöre zu euch. Okay, ja doch, das sieht gut aus. Okay, der greift uns schon mal nicht an. Das sollte einfacher werden für uns. Nur ist die Frage, wenn wir uns dann nachher verraten, wenn wir den komischen Lappen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, wenn wir den angreifen, ob wir uns damit dann nicht verraten. So, der kommt aber nicht hinterher, ne? So, dann lass mal gucken. Oh, da ist noch einer. Hey, Bruder. Ich... Ja. Ich gehöre mit dazu. Zeig mal. Braucht etwas? Ja, okay. Ja, ist die Frage. Ich glaube, wir müssen nachher eh gegen die kämpfen, ne? Da sind aber relativ viele am Start, ne? Wer ist er hier? Hallo? Hey, Bro. Hm? Ja, ich bin's. Vorsicht, nicht, dass du runterfällst. Wer bist du hier? Mhm. Ja, du bist auch eine ganz hübsche. So. Okay, da geht's scheinbar rein, ne? Können wir durch? Easy. So. Hier ist aber nix, ne? Okay, hier ist diese blöde Beflaggung. Okay, da sind noch ein paar von den Affen. Was machen die denn da? Na du? Ja. Hallo? Also ich glaube, das gibt Rückenschmerz und so wie du den Kopf hältst, das ist irgendwie nicht gesund. Hä? Was ist das denn für eine Bewegung? Okay, die will in Frührente. Mit 30. So, Pickaxe. Oh, wo geht's hier hin? Da ist auch noch... Was machen die denn Guten da? Tag. Guten Tag. Huch. Okay. Und er macht nichts, ne? Der ist am Saufen. Nee, vielen Dank. Okay, was haben wir hier oben? Können wir das einfach looten? Die sagen nichts, okay. Drachenplatter. Oh, nice. Die sind aber cool. Cool. Dietrich, Gold nehme ich auch mal mit. Die sehen auch nice aus, die Dinger, ne? Coole Teile. Nice. Lass ich mal liegen, falls ich nachher noch ein bisschen mehr einsacken muss. Okay. Hier geht's runter. Relativ große Mine, ne? Alter, wo geht denn das hin? Boah, viele Wachen. Ich meine, die hätten wir auch alle abschlachten können, aber so ein bisschen reinschleichen finde ich irgendwie cooler. Muss auch mal sein. So, hier sind sie auch wieder alle am Knechten. Der macht wieder nix. Was ist das hier? Okay, da ist keine Sau. Grüße. Oh, Alter, wie siehst du denn aus? Peace.
Okay, hier geht's irgendwo rein. Tempel der mythischen Morgenröte. Ach scheiße, wir haben keinen Schlüssel, ne? Fuck! Ich hoffe, der Penner hinter uns sieht uns jetzt nicht. Okay, wir sind drin. Ich hatte einen Schlüssel. Also ich bin nicht eingebrochen, wir hatten einen Schlüssel. Ne, jeder hat's gesehen, jeder kann's bezeugen. Oh. Besiege Vonos, da ist der Gestörte. Alter. Der ist der da einen am Opfern? Alter. Ey, Vonos! Hallo? Wen hast du denn hier geopfert? Sune, das ist doch der Bruder von dem einen gewesen, ne? Vonos! Ey, ich bin dein Bro! Ich bin doch dein Bro! Warte mal, Moment mal. Wir ziehen uns hier wieder unsere Rüstung an. Wo ist der Zwirn? Ich glaube die hier, ne? Okay. Vonos, du Schwein! Oh, warte, wir werden weiter angegriffen. Oh, da sind noch ein paar mehr, Alter. Ach, scheiße. Ist das Tor offen? Abgeschlossen der Anlass? Begonnen die Konsequenzen. Oh, fuck. Finde Vonos Tagebuch. Vonos Tagebuch. Scheiße, das ist offen. Das sollte ja so nicht sein, ne? Ich muss mal gerade einen Trank nehmen. Kleinen Moment bitte. Zaubertränke. Bla bla bla. Warte mal, warte mal. Trank der Heilung. Okay. Und jetzt sein Tagebuch. Vonos Tagebuch. Und die Konsequenzen. Der hat es tatsächlich geschafft, dass er das Tor öffnet. Vonos Tagebuch. Betritt das Tor ins Reich des Vergessenen. Scheiße. Legen wir die Überreste eines alten Tempels der mythischen Morgenröte frei wie Diamanten aus dem Fels. Priester Vitus fand als erster etwas. Meine Freude hielt allerdings nicht lange an, als ich sah, dass es wie alle anderen Tore nach zerstört war. Dennoch konnte ich seine Macht auf meiner Haut brennen fühlen. Viele andere Stücke wie diese liegen über ganz Himmelsrand verstreut. Scheiße. Wir müssen in das Tor rein. Die toten Länder, auf geht's. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber uns bleibt keine andere Möglichkeit. Ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt die ein oder andere bösartige Kreatur besiegen müssen. Besiege die Dremora Valkynas. Ist das... Wow. Oh! Ah! Die peitschen mich aus! Alter! Ey, geil! Ja, nice, vielen Dank. Die Dinger sind fett befüllt. Ach du Scheiße. Ist das das Auenland? Das ist doch Mordor, Alter. Das... Oh, fuck. Wo sind wir hier? Ah ja, genau. Im Auenland. Sag ich doch. Ey, bleib mal stehen! Ey! Ich will auf dir reiten. Bleib doch mal stehen. Ey, das ist Mordor. Okay, da kommen Gegner. Was sind das denn für Kreaturen? Alter! Boah, du Schwein! Fuck, die bleibt ja im Feuer. Hä, ist die down? Wo ist das andere Drecksstück? Jo. Schönes Ding. Tetraherz. Der Verbrennung. Okay, das brauchen wir nicht. Was gibt's da hinten? Was ist denn das? Bah!
Ah! Alter! Die Bestraften? Oh, nice! Oh. Okay. Warum werden wir... Aua! Warum werden wir denn immer ausgepeitscht? Das ist so... Aber ohne Scheiß, das sieht doch aus wie Mordor, oder? Oh, die sind aber prall gefüllt, die Dinger hier. Alter. Mega nice. Sieht irgendwie cool aus, ne? Geil. Oh oh. Hallo? Das Pferd greift mit an. Alter, du krankes... Ah! Bringe Geißel in deinen Besitz. Geißel? Geißel, beschworene Detra bis zur Stufe 36 werden zurück ins Reich des Vergessenens verbannt. Sehr gut, das brauchen wir unbedingt. Sehr gut. Feuersalze brauchen wir nicht. Die Bestraft. Alter, boah, wie prall gefüllt ist das bitte? Oh, geil. Scheiße, hätte ich vorher noch mal ein bisschen ablegen sollen. Ich bin ein bisschen vollgepackt. War's das jetzt? Warte mal. Quest. Die Konsequenzen besiege. Ja, wo ist die alte denn? Ah, da hinten. Okay, also die Waffe haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch diese komische Alte besiegen. Beziehungsweise den Typen. Boah, sieht aber mega aus. Jetzt gleich kommt noch Gollum um die Ecke. Bah! Alter! Okay, wo... Hier hinten ging's noch lang, ne? Bah! Wer röchelt hier? Hä? Was? Sind wir das? Sind wir so am Rumröcheln? Da ist irgendein Lappen, ne? Hey, Dremora. Alter, wie geil ist das denn? Die können wir noch mitnehmen, ne? Eisenstreitaxt der Verbrennung. Nice. Können wir noch tragen. Sehr cool. Wer schießt denn hier schon wieder? So also ein Magier, ne? Dremora. Boah, das macht gar kein Damage. Aber unser Hammer, sehr gut. Okay, der hat nichts dabei. Hier ist noch so ein prall gefüllter Sack, werden wir wieder ausgepeitscht. Saphir, mega. Ey Leute, ihr werdet hier so reich beschenkt mit Waffen, mit Stuff. Das ist so mega nice. Okay, wer ist er? Ich glaube, das ist der da thront, ne? Das ist der Gegner, oder? Den müssen wir besiegen. Die Dinger finde ich so ekelhaft. Es ist so widerlich. Okay, er kommt schon, er kommt schon. Boah, aber mit Freunden im Gepäck. Okay, er ist down. Bringe Qual in deinen Besitz. Ja, ich will die Qual. Ihr Schweinedinger. Qual. Sehr cool, hört sich gut an. Qual ist immer gut. So, gib mir her deine Qual. Qual, steckt das Ziel für 36 Schadenspunkte in Brand. Brenne Ziele allein zusätzlichen Schaden. Sehr cool, vielen Dank. Kehre nach Tamriel zurück. Wisst ihr was? Das will ich gar nicht, weil ich finde das hier irgendwie mega nice. Ich kann auch hier den ganzen Tag thronen. Sieht so, hallo? Sieht so ein bisschen aus wie bei Lucifer hier auch, ne? Sehr cool. Gut, dann haben wir jetzt unsere beiden Waffen in Besitz gebracht. Und mit denen müssen wir jetzt eben zurückkehren, um dann diese Viecher, die aus diesem komischen Portal gekommen sind, zurück zu verbannen. Wir haben aber hier Gegenwehr tatsächlich. Alter, und dann werden wir noch zusätzlich ausgepeitscht. Das ist so. Okay. Boah, mega. Ich würde gern alles mitnehmen, aber kann ich leider nicht. So, hier geht's nach Tamriel zurück.
Das Problem ist auch, wir müssen uns jetzt durchkämpfen, oder? Wo wir eben mit der Robe reingegangen sind, die werden uns jetzt natürlich platt machen. Alter. Tempel der mythischen Morgenröte. Können wir das Portal jetzt irgendwie schließen? Mit denen müssen wir die Kraft bestimmt irgendwie bündeln oder sowas. Was ist denn hier los? Entkomme. Hä, wer ist er denn? Wächter voll... Was ist denn hier los? Was ist hier los? Ah! Ich helfe euch, Wächter. Warte. Der blockt. Oh, scheiße, den falschen. Sorry, Bro. Das wollte ich nicht. Sorry. Mann, ja. Sorry. Du Scheißkultist, komm her. So. Es tut mir leid da hinten, lieber Vollstrecker. Es war keine Absicht. Tschö. Rotnamenhöhle. Wir müssen aus der Rotnamenhöhle entkommen und dann ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir dann die Kräfte bündeln müssen. So, okay, hier geht's jetzt natürlich ab. Warte mal, das ist den hier Krieg, ne? Komm, die bekriegen sich ja alle gegenseitig. Wir nutzen das schamlos aus. Ja, schieß mal drauf. Ciao. Wir haben damit nichts zu tun. Wir haben uns einfach nur verlaufen. Ich weiß auch gar nicht, wer ihr seid. Ciao. Wir sind eigentlich nur ein Bergarbeiter. Ciao. Tschö, tschö. Wo ist hier die Alte? Ich glaube, die hat jetzt einen Bandscheibenvorfall, ne? Die ist gar nicht mehr da. So, wie ein Feigling hauen wir jetzt hier ab. Oh, da ist auch schon am Blitzen. Ja, das ist den ihr Krieg. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind einfach denkbefreit. Wir haben uns verlaufen. Wir sind einfach nur ein Abenteurer. Ihr macht das schon. Ja, genau. Du machst das schon. Ja. Ich glaube, das war einfach nur ein Fehlschuss. Ne, so ein Blindgänger, kein Problem. Kann ich mit leben. Ich habe Husten. Entschuldigung. Hachi, sorry. So, aus dem Weg. Und wir hazen mal ein bisschen durch. Ich glaube, wir werden auch verfolgt, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Und vor der Höhle hatten wir, glaube ich, auch noch einen Wächter, ne? Oder einen Kultist oder sowas. Egal, den hauen wir auch noch kurz einen auf den Deckel. Und dann sollten wir hier schleunigst abhauen. So, die Frage ist, wo wir dann hin müssen. Wir haben jetzt zwei Waffen und eigentlich ist ja das Portal geöffnet. Ist da jemand? Ja, ich... Ach du Scheiße! Abgeschlossen die Konsequenzen? Nun ja, ist wohl weggelaufen. Das war's? Okay, wir sind auch voll. Wie immer. Wir sind ein kleines bisschen voll. Warte mal, ich muss mal ein bisschen droppen. Den würde ich gerne behalten, der ist gut. Die können wir eigentlich droppen, die brauchen wir ja nicht, ne? Die brauchen wir nicht. So, das war's. Warte mal, Quest. Hä? Das war's? Aber... Da... Hä? Das Leiden, das die Daedra verursachen, wird nicht ungestraft bleiben. Also ich muss gerade ehrlich sagen, ich finde das Ende von der Quest jetzt irgendwie läppisch. Ich dachte, wir müssen noch das Portal schließen. Oder haben wir jetzt das Portal automatisch geschlossen, weil wir die zwei Typen da besiegt haben? Hä? Das ist dieses Geißelding, was wir mitgenommen haben. Und die Qual. Also ich gehe mal davon aus, dass das Portal jetzt dicht ist, weil wir halt die zwei besiegt haben, oder? Deswegen ist diese Questreihe dann auch vorbei. Weil mehr haben wir nicht. So, die Waffen haben wir und Quest ist weg. Okay. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war die Quest, der Anlass... Hier und die Konsequenzen.
Beim Versuch, die mythische Morgenröte aufzuhalten, wurde ich selbst zu einem ahnungslosen Werkzeug von Meruns Dagon. Das Töten ihres Anführers öffnete ein Tor ins Reich des Vergessens, das in die toten Länder führte. Dort bezwang ich zwei mächtige Dremora, nahm ihre Waffen an mich und verhinderte so eine Belagerung. Ich entkam den toten Ländern, während die Wächter von Stenda die Rotnarbenhöhle sicherten. Ja, tatsächlich, Leute, dann ist die Quest hiermit vorbei. Also der Anlass und die Konsequenzen, die haben wir erfolgreich absolviert. Wir haben, ja, die mythische Morgenröte besiegt. Schnelles Ende. Ich dachte, das sei jetzt noch ein bisschen epischer. Dieser Fight, der war ja in Ordnung, ne? Aber dass das so schnell vorbeiging, schade. Na gut. Gut, Leute, das war's, die Questreihe, der Anlass. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.